33.900 Euro minus 8.775 Euro für ein Tabat Pantiga 550K. Wie kauft man? Ich grüße dich herzlich, Leo. Grüß dich, Sven. Ja, hinter dir ist direkt der Kühlschrank. Den kommen wir aber erst gleich zum Sprechen. Der ist nämlich direkt am Eingang. Und das ist auch ein Paradigmenwechsel. War bei Wohnwagen nicht immer am Eingang? Nee, tatsächlich. Ist so eine Idee von Tabat, die sich entwickelt hat. Damals mit dem Vivaldi und dem Puccini. Was man jetzt im Pantiga jetzt auch adaptiert hat. Was ganz praktisch ist, denn man kann jetzt den Kühlschrank von beiden Seiten öffnen. Jetzt macht es richtig Sinn bei dem, bei der Installation. Weil da einmal von außen, zeig mal von außen. Das heißt, du kannst einmal von innen, kannst du jetzt hier öffnen, kommst von der Küche gut dran und kannst von außen öffnen, wenn du draußen stehst und deine Cola haben möchtest, geht. Leo, wenn du mal gerade mit vollen Namen heißt du? Leo Riedel. Leo Riedel, wie das hochwertige Riedelglas. Genau. Ist das so, dass die meisten Leute direkt aus Glas kommen bei Riedel? Tatsächlich nicht, nein. Siehst du mal. Fußballspieler oder... Fußballspieler? Lars Wo? Riedel bei welchem? Ich glaube, Lars Riedel gibt's. Gott. Also wir sind in einem sehr kurzen Fahrzeug. Aufbaulänge unter 6 Meter, glaube ich, sind wir hier. Aufbaulänge ist bei knapp über 6 Meter. Knapp über 6. Ja. Und wir gucken mal gerade. Ja, knapp unter. Ja, stimmt. Knapp unter, siehst du mal. Ich habe mal wieder recht und du hast unrecht. So, 5,88 Meter. Aber außen sind wir fast 8 Meter lang. Also mit Deichsel und allem drum und dran. Richtig. Der Pep Pantiga 550K. Eigentlich ein mega Grundriss. Also wenn du hier Family hast, du hast zwei Stockbetten mit dabei, ja, die sogar etwas kleinere Erwachsene tragen können. Richtig. Die sind bis 60 Kilo ausgelegt und das untere könnte man auch etwas mehr belasten. Jetzt kommt es aber noch viel besser. Du kannst diese Installation komplett demontieren und kannst, wenn die Enkelchen mitfahren, die aufbauen. Ja. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, in 0, nix abbauen. Das geht wirklich sehr schnell. Ja, das geht schnell, ja. Dadurch hast du dann einen Innenraum, der als Spielzimmer verwendet werden kann. Das Kind könnte oben schlafen. Hier unten kann man, glaube ich, auch zurückbauen und ja, kann nur oben schlafen. Das geht genau, auch. Das kann man optional wählen. Genau. Kannst du wählen. Das hat dieser jetzt nicht, weil die Garage von außen nicht hat. Aber in Verbindung mit der Außengarage kannst du das als Multifunktionsbett nutzen. Das heißt, du kannst das entweder als Sofa umsetzen, als Laderaum oder du kannst es komplett weglassen. Die haben alles neu gemacht. Das siehst du. Sag mal, was ist denn das für ein Fenster? Das ist ja so lang. Das ist ja fast 1,50 Meter. Oder was hat das von der Länge? 1,35 Meter und 40 breit ist es. Krass, das ist riesig. Dann natürlich das Heckbad ist immer cool, aber der Elternschlafbereich mit der Lichtanlage aus dem Cellini. Richtig. Das ist auch richtig schick und das kommt bei den Leuten gut an. Preis-Leistungs-Verhältnis ist richtig gut. Gut, viele werden jetzt schimpfen. Was? 33.000 Euro für so ein Ding und der ist ja schon reduziert um 8.000. Richtig. Das ist jetzt ein super Mitnehmenpreis, den wir jetzt anbieten. Was ist ein Foul an dem Auto? Ist der irgendwie, ist der runtergefallen beim Transport? Nee, gar nichts. Er ist so wie hier in der Ausstellung neu. Neu, nagelneu. Ihr seid auch Vertragshändler oder richtig, habt ihr die besorgt? Nee, die haben wir nicht besorgt. Die haben wir keinen anderen abgenommen. So, der hat eine Kombiheizung drin. Das sind deutsche Modelle für den deutschen Markt. Genau. Und das sehen wir gleich. Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf hier. Dann sieht man, man kann das Ganze anheben und kann wie von Geisterhand den Stauraum hier nutzen und die Stange in der Mitte bitte auch montiert lassen. Die montiert lassen, nur wegnehmen, wenn man was belädt, aber sobald man sich da wieder reinlegt zum Schlafen, braucht man die wieder reinlegen, ja. Statik, sonst macht's Knack und will man ja nicht. Also diese Stange hier, das ist die in der Mitte, die kann man rausnehmen, kann man auch wieder reinmachen. Das Ganze ist begehbar, ist ganz praktisch, wenn du irgendwas leer machen möchtest. Genau. Dann siehst du hier, ist der Wasserfilter schon vorgesehen? Da ist ein Wasserfilter vorgesehen, genau. Die Zentraleinheit, das heißt Wasser und Strom, wie du sehen kannst, kannst du von außen durch die Servicebox, die der Pantiga hat, bedienen. Da vorne ist der ganze Stromanschluss mit allem. Das ist Technik aus Wohnmobil. Ja. Die kommt immer mehr Einzug hier. Und dann siehst du auch die Verarbeitung hier von dem Bett. Das ist alles viel, viel stärker geworden, viel, viel besser. Alles hier verstärkt, wenn du hier hinter reinleuchtest. War vorher nicht so. Also ich hatte ja vorher, da waren immer nur so zwei kleine Scharnierchen, die man so nach ein paar Jahren Benutzung dann austauschen musste. War nichts Schlimmes, aber alles ist nochmal robuster geworden. Ja, auch Gasdruckdämpfer, nicht nur eine Halterung, dass das Bett wieder einer auf dem Kopf liegt. Mach mal zu, bitte. Die Matratze ist ordentlich, aber das Tellersystem, auch das ist neu. Das hatte ich damals nicht im
Was hatte ich denn damals? Puccini hatte ich. Puccini hattest du? Die gibt es noch, Puccini? Natürlich, die gibt es auch noch, ja. So, dann mach mal, bitte nochmal anheben die Matratze. Gucken wir mal drunter, denn da ist ein Teller Lattenrost. Das Ganze wird dann nochmal unterfedert. Also schlafen tut man hier wie im Designhotel. So ist es. So, dann hast du Leuchten mit USB, nehme ich an. Richtig, das ist auch aus dem Reisemobil übernommen worden. Du hast hier halt einen USB-Anschluss, das sind Touchlampen. Ziemlich klasse, du hast überall Möglichkeiten der Ablage. Das Kind kann hier noch in die Mitte oder das Enkelchen. Dann siehst du hier das Kochfeld, auch das ist ein Induktionskochfeld, verdeckt. Ja. Das müssen wir mal zeigen. Natürlich. Denn seit 2 Jahren ist das Kochfeld nicht mehr auf Gas, sondern auf Induktion. Und du kannst es ganz einfach rausnehmen und entweder innen oder sogar außen verwenden. Denn es hat eine ganz normale Schuko-Steckdose, hat hier einen Lüfter. Genau. Das ist auch gleichzeitig eine Platte. Die Füße sind das. Die kann ich natürlich außen verwenden für meine Außenküche. Oder ich stelle es halt hier rein. Toll, du kannst einen Fisch braten draußen. Und das hat sich sehr bewährt. Kann ich das während der Fahrt auch so lassen? Das kann auch während der Fahrt so bleiben. Das muss ich nicht unbedingt. Ich kann es nicht vergessen wegzupacken, sagen wir es mal so. Stimmt. So, und da sind extra auch Aussparungen drin, dass das Stromkabel nämlich da durch kann. Richtig. Und ich habe auch da passend die Steckdose. So, dann das Spülfeld. Auch das ist so groß, dass du große Teller spülen kannst. Also dann kommt das hier ruckzuck wieder zurück. Viele kochen ja gar nicht im Wohnwagen. Ja. Und dann geht das komplett weg. Was ich aber auch cool finde, ist, du kannst es auch so lassen. Könntest das jetzt dran stecken, kochst schnell und machst dann die Abdeckung wieder drauf. Genau, das geht auch. Cool. Ja, mach sie nochmal drauf, bitte, die Abdeckung. Dann sieht man jetzt, also kommt die Abdeckung drauf. Jetzt hast du den kompletten Arbeitsbereich. Das war früher ein Wunsch von vielen Kunden, die haben diese Küche ohne Kochfeld bestellt. Das wurde dann dabei gelegt. Der Ausschnitt wurde nicht gesägt. Genau, das haben viele gemacht. Beim Cellini machen das ganz viele, bei dem Slide-Out-Modell, dass sie es gar nicht annehmen. Und viele sagen, wenn sie dann reingehen, ja, das brauchen wir gar nicht. Hier bräuchte ich lieber Ablagefläche oder sonstiges. Da hat einer mal zugehört. Ja, man kann sich hier vereinzeln, ganz gut. Komm, wir zeigen mal die Jalousie dieser. Wie soll ich das nennen? Ja, das ist über eine Magnetleiste gesichert. Das heißt, ich habe kein Fangband, was sich dann vertüttelt. Und es ist sehr hochwertig und wird dann hier über ein Magnetsystem reingeklickt und dann ist es dicht. Habe ich so gesehen mal bei der First Class. Also wir mit etwas Glück fliegen wir demnächst ja First Class. Das allererste Mal in meinem Leben First Class. Ja, bin ich gespannt auf deinen Dreh. Man hat uns eingeladen. Ich bin mal gespannt, ob wir es dann auch machen. Von welcher Airline? Darf ich noch nicht sagen. Also ist politisch im Moment noch inkorrekt. Und deswegen überlegen wir auch, ob wir es überhaupt machen. Okay. Aber du weißt ja, wie es ist manchmal. Der Sponsor von FC Bayern? Nee, darf ich nicht sagen. Okay. Mach mal auf, bitte. Ja. Aber die Frage ist nett, wie du dich hier annähern willst an die Information. An der Information. Darunter ist Technik. Darunter ist Technik, ja. So, also da hast du deine. Ja, den Hauptsicherungskasten. Das 12 Volt, der Spannungsrand da drin, denn die ganze Bordtechnik hier drin ist 12 Volt. Das wird dann gewandelt. So ist es. Gibt es ein Autark-Paket? Spätestens, wenn wahrscheinlich ein Mover reinkommt, genau. Ist es eh autark. Also hat der jetzt so in der Ausführung nicht, aber das ist möglich von unserer Seite aus und dann können wir auch die Batterie autark schalten. Ja. Ihr habt eine Werkstatt, könnt alles realisieren. Hier vorne kommt, ich schätze mal 32 Zoll. Ja, der liegt bereits unterm Bett mit Halter und den werden wir dann montieren. Wenn der Kunde kommt, den kann ich sowohl im Wohnbereich als auch im Schlafbereich rausschwenken. Genau, richtig. Der ist schwenkbar mit einem passenden Halter dazu. Ja, blöd, wenn er fix ist. Dann wird er genau zur Küche zeigen. Wir haben heute hier so zwei Hocker, die werden wir dann auch mitliefern. Da drunter, was ist da? Genau. Ah ja, okay. Das ja, das kenne ich. Ich fahr im Moment ein Hümer Wohnmobil und der hat auch die Expander. Und, okay. Was hast du da drin? Hast du noch Zeitschriften? Nee, da sind Zahnbürste und im Bad ist das. Ach, im Bad. Okay. Ja, da jetzt nicht, aber die Expander sind echt gut. Also das muss man schon sagen. Ja, das ist nützlich, ne? Was kann man sonst mit solchen Stauräumen sonst machen? Setz dich mal rein, lieber Leo, denn dann zeigen wir dir jetzt mal eine Besonderheit. Eine Person kann nämlich sofort auf diesem Bett auch schlafen. Das heißt also, wenn du einfach nur das Polster wegnimmst, dann kann nämlich eine kleinere Person schon direkt auf dem Polster schlafen. Das geht direkt. Aber die Polster selber sind doch richtig schick, oder? Die sind schick. Curry.
zusammen mit Flieder. Dann dieses riesige Fenster, dann auch hier diese Verkleidung, die sich, also die fast schon aussieht wie aus dem Flugzeug. Aber da gibt es nicht so große Fenster wegen dem Druck. Das stimmt, da gibt es nicht so große Fenster, ja. Seitzfenster eingebaut, das ist auch neu, oder? Dass du also diese extrem verdunkelten Dometic-Fenster. Ja. Nee, es sind keine Seitzfenster, normale Fenster, aber das ist schon groß. Also wenn du hier rausguckst, du hast schon das Gefühl, es ist gar nicht so wohnwagenleicht, weil die meisten Wohnwagen nämlich Querfenster haben. Ja. Korrekt, ja. Und hier hat man bewusst dieses große Fenster eingebaut. Ist das schwer, das zurückzubauen eigentlich hier? Oder das verlangt schon ein bisschen Arbeit, oder? Du meinst das mit dem Bett? Ja, mit dem Bett. Ja. Du hast ja hier. So, das ist die Matratze. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, ich brauche das alles gar nicht, dann kann man das Bett hochklappen, glaube ich. Ja, das kann man hochklappen und aus dem, das ist jetzt fix und ich müsste dann das obere Bett nehmen. Ja. Das müsste ich dann lösen. Das kommt natürlich ab. Über diese Schraube, die genau. Kann man, glaube ich, losmachen. Und dann hast du hier die aus dem Echtholz vorgefertigten Hölzer, wo dann das Bett dann hier rüber, über die Arretierung hier oben links, dann befestigt wird. Man kann es auf jeden Fall rausbauen. Es gibt eine Version, da geht es noch schneller, glaube ich. Da ist das direkt schon vorgesehen. Genau. In Verbindung mit der Heckgarage habe ich dann natürlich den Vorteil, dass ich das wirklich als Multifunktion nutzen kann. Ja, machen wir mal rein. Also das ist Stauraum. Bitte. Leute, die beschweren sich immer zurecht, wenn ich so forsch mit dir bin. Wir beide kennen uns aber schon seit 17 Jahren jetzt. Seit 17 Jahren, ja, genau. Nee, ich glaube seit zwei. Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre sind schon. Ja, Heckbad, das ist ein Traumbad. Also kein Traumschiff, sondern Traumbad. Denn ein Heckbad stört nicht für die Optik. Genau, und ich kann tatsächlich drinnen duschen, wenn ich das haben möchte. Wenn du hier rein leuchtest, habe ich dann als Schutz für den Heckschrank, der auch sehr tief ist. Ein Heckschrank? Ja. Krank. Schrank. Es haben mir ganz viele Leute geschrieben, die haben gesagt, ich soll nicht mehr krank sagen. Weil so, das war das letzte Mal, dass ich krank gesagt habe. Ich wollte eigentlich sagen, toll. Krass. So, und das ist der Vorhang dahinter, gell? Genau. Das heißt, du gehst hin, wenn du duschst, machst du einfach diesen kleinen Vorhang zu. Richtig. Da oben. Den nimmst du hier. Damit das Holz nicht. Damit das nicht nass wird, Schutzgeschützt. Da kann ich ja mit leben. Hier mit der Magnetleiste. Zugemacht. Fixiert. Das kommt ja aus der Praxis. Und hier jetzt ein Citywasser-Anschluss. Ist der dran schon? Der ist da dran, ja. Habe ich hier mit bestellt. So, und jetzt bitte mal aufs Klo setzen. Dann sieht man sehr schön die Beinfreiheit. Achso, wolltest du so? Gut. Ich hätte Deckel. So, und dann gehe ich jetzt mal in die Dusche rein und zeig mal, wie du da sitzt. Denn Thema Beinfreiheit ist üppig. Also hier kann jeder hin. Auch das Thema Popo-Dicke spielt keine Rolle mehr, weil du hast genug Platz auf beiden Seiten. Ja. Ist auch für viele ein Problem, die einen etwas kräftigeren Hintern haben, da irgendwie reinzukommen. Das ist richtig, ja. Ja, aber das ist hier ordentlich. Also der Platz ist gut. Dann hast du eine Tür. Zeig mal bitte. Hast du eine Tür? Genau. Die ist hier natürlich während der Fahrt gesichert. Die kann ich dann zuschieben. Kann ich hiermit auch einen Winterurlaub machen eigentlich? Ja, ganz klar. Ganz klar. Mit Tabat immer. So, da sind noch Schränke dahinter. Ja, hier ist auch das Waschbecken, oder? Wie ist Waschbecken? Ach stimmt, da war doch was. Da war auch ein Waschbecken. Da kommt das Waschbecken. Heißt, ich kann nicht während ich am Klo sitze, mir nicht die Finger waschen. So ist es, ja. Das kannst du nicht. Das musst du im Nachhinein machen. Gott, aber dafür hast du mehr Platz. Hier hast du natürlich. Boah, ein Riesenschrank nochmal. Ja, mich hast du begeistert. Hier ist übrigens Milchglas. Also das. Wobei die Stelle wäre echt gut. Ich würde es direkt austauschen, dass die Leute am Campingplatz ein bisschen was zu gucken haben. Du hast eine Steckdose. Ja, Steckdose. Kannst du deine ganzen Ladegeräte, Munddusche. Genau. So, und jetzt kommt das Schönste. Ich filme jetzt mal in den Raum rein, dann könnt ihr sehen, was für einen Riesenplatz du hier hast und wie das Raumgefühl ist auf unter 6 Metern. Das ist doch Wahnsinn, oder? Unter 6. Und ich habe Kinderbetten drin. Und wirklich, ich habe 5 vollwertige Schlafplätze. So, komm, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von draußen an. Das ist übrigens interessant. Hinter der Klappe ist der Vorhang. Genau. Dass die Kinder schön. Also wirklich starker, schwerer Vorhang. Genau, der das Licht auch abhält. Und Licht auch abhält, genau. Ja, mich hast du überzeugt.
Sag mal, die Leute haben doch früher unglaublich viel finanziert. Ist das immer noch so oder stürmen die jetzt in die Finanzierung rein? Oder sind die jetzt ein bisschen vorsicher geworden oder bringen viele hier eine Anzahlung mit? Genau, also die Anzahlung wird dadurch deutlich höher. Die Zinssätze gehen so langsam runter. Wir haben jetzt aktuell eine Sonderlaufzeit mit einer Ballonfinanzierung, wo wir die Rate runterkriegen können. Mhm. Näheres dann. Wo liegen wir denn? 6, 7? 5,99. 5,99 mit einer Ballonrate. Aber da bitte guckt euch da genau an. Das ist ja jetzt tagesaktuell. Wir drehen hier Ende Februar. Also da bitte euch beraten lassen. Natürlich bei jedem Tabakfachhändler der ganzen Welt oder hier in Osnabrück bei Felger und Wels. Geh ruhig mal vor, bitte. Denn jetzt können wir mal zeigen, die Tür ist riesig. Das ist eine 60er oder was hat er? Eine 70er Tür. Eine breite Tür. Die ist so breit und das ganze Heck, das schauen wir uns mal an. Das ist übrigens die Beleuchtung. Der ist schön ausgestattet hier. Also das ist... Ja, wir haben die wichtigsten Details haben wir hier mit reingenommen. Zum einen Glattblech mit Leichtmetallfelgen, aber auch natürlich die Markisenleiste beleuchtet und dimmbar, ganz wichtig. Kann also die Lichtstärke im Vorzelt oder unter der Markise, je nachdem, was ihr dran macht, dann natürlich dementsprechend anpassen. Jetzt ist ja hell, jetzt wirkt sie nicht so stark, aber nachts ist das hier schon Vollgas. Ja. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von hinten an und da siehst du, das ist das neue Design vom Heck her. Genau, ich habe hier die Lauflichter verbaut, ich habe die schöne Silhouette mit den Fendern im Heckbereich, also das ist wirklich nur ein Designelement, das ist jetzt keine wirkliche... Ja, Abdichtung. Der K ist 2,50, oder? Der ist 2,50 breit, ja. Das merkst du auch daneben, der ist 2,30, ja? Der ist 2,30, genau. 2,30. Direkten Vergleich. Okay, und jetzt zeigen wir noch einmal von vorne. Ich bräuchte den Zettel nochmal von dir, Leo. Bitte. Ja. Dann zeigen wir mal. Klack. Pep Pantiga 550K 33,9. 2023er sofort lieferbar. Steht immer dabei, bei mobile.de steht denn Sternchen sofort. Natürlich. Sternchen sofort. Das Ganze, wie er hier steht, bei Felger und Wels, die Steuer ist ausweisbar, wenn Sie den als Büro benutzen möchten. Auch eine tolle Geschichte. Oder für irgendwelche Montagearbeiter wird er auch mal gern genommen, oder? Das wird gern genommen, ja. Tschüss, Leo. Tschüss, Sven, danke. Felger und Wels in Bissendorf bei Osnabrück.